zunächst ein Hadith auf Arabisch. Qala ibn Khuzaima rahimahullah, haddathana al-Rabi'u ibn Suleiman al-Muradi, qala akhbarana al-Shafi'i, qala akhbarana Malik, an Hilal ibn Usama, an Ata ibn Yasar, qala, أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها قالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت على وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها وفي رواية أعتقها فإنها مؤمنة هذا حديث صحيح ورواته ثقات أخرجه مالك وأحمد ومسلم وغيرهم بنحو In diesem bekannten Hadith und dem Kapitel, was authentisch überliefert wurde, dass Allah im Himmel ist, beziehungsweise dass Allah über den Himmel ist, das wäre besser. Das habe ich dann auch in der Übersetzung, in der anderen Übersetzung so übersetzt. Und zu dem Wort im oder über werden wir inshallah noch kommen. Dass Allah über den Himmel ist, und die Bedeutung von über. Und im Koran heißt es, glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist oder dass wer über den Himmel ist? Ibn Khuzaima, möge Allah ihm barmherzig sein, sagte, uns berichtete Ar-Rabi' ibn Suleiman al-Muradi. Er sagte, uns berichtete Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Er sagte, uns berichtete Malik über Hilal ibn Usama, über Ata ibn Yasar, über Muawiyah ibn al-Hakam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er sagte, ich kam zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm und sagte, O Gesandter Allahs, ich hatte eine Sklavin, die auf meine Schafe aufpasste. Ich kam zu ihr und sie hatte ein Schaf verloren. Ich fragte sie und sie antwortete, dass der Wolf es gefressen hatte. Daraufhin wurde ich wütend. Und ich bin nur von den Kindern Adams. Und ohrfeigte sie dann. Und ich musste bereits einen Sklaven freilassen. Soll ich sie freilassen? Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte zu ihr, wo ist Allah? Sie antwortete, im Himmel, beziehungsweise über dem Himmel. Er sagte, wer bin ich? Sie antwortete, du bist der Gesandte Allahs. Er sagte daraufhin, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Oder lass sie frei, denn wahrlich, sie ist eine Gläubige. Und dieser Hadith ist authentisch und er wurde unter anderem von Malik und Ahmed und Muslim überliefert. Dieser Hadith ist ein Dorn in den Augen der Mu'attila. In den Augen jener, die die Eigenschaften und Attribute Allahs leugnen oder interpretieren. Und das hat sogar dazu geführt, dass sie versucht haben, diesen Hadith als nicht authentisch zu klassifizieren. Obwohl der Hadith authentisch ist, er gehört sogar zu den sehr authentischen Ahadith und wurde aus dem Grunde auch unter anderem von Imam Muslim in seinem Sahih-Werk überliefert. Hier in diesem Hadith, Barakallahu fikum, geht es um die Erläuterung des Propheten, alaihi salatu wasalam, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Bevor wir mit der Erläuterung anfangen, haben wir erstmal vor uns kurz über die Überlieferer zu sprechen. Und zwar Ibn Khuzaima, rahimahullah, sagte,
Uns berichtete Al-Rabi' ibn Suleiman al-Muradi. Al-Rabi' ibn Suleiman al-Muradi, er verstarb im Jahre 270 nach der Hijra und er ist Al-Masri aus Ägypten und er war unter anderem Muezzin. Er war ein Gebetsrufer oder er war Gebetsrufer gewesen und er war der Gefährte und der Freund von Imam al-Shafi'i. Und seine Einstufung ist Fiqh. Und im Großen und Ganzen sind immer drei Angaben bei den Überlieferern wichtig. Also für diejenigen, die sich das immer notieren möchten, drei Angaben sind wichtig. Es kann natürlich auch es können natürlich auch noch andere Angaben notiert werden, aber drei Angaben sind wichtig. Zum einen der Name, der komplette Name oder zumindest ein Name, mit dem man ihn erkennen kann. Darüber hinaus dann, wann er dann natürlich gestorben ist, das gehört dann dazu, der Name und wann er gestorben ist. Und woher er stammt, das hilft uns sehr oft weiter. Und drittens die Einstufung, Fiqhatun Hafir, Imam, Saduq, etc. Diese drei Angaben sind wichtig. Und Al-Hafiz ibn Hajar in seinem Buch Taqrib al-Tahzib, wo er dann über die ganzen Überlieferer spricht, er hat sich dann in diesem Buch auf diese Angaben beschränkt. Also er bringt den Namen, wann er gestorben ist und woher er stammt. Und diese Abstammung gehört eigentlich zum Namen. Also man könnte sagen, zum Beispiel, jetzt hier wir haben Ar-Rabi' Ibn Suleiman al-Muradi al-Masri. Wie wir zum Beispiel jetzt hier bei uns haben, Umar al-Albani. Umar und dann sein Name al-Albani. Also das gehört zusammen. Wann ist er gestorben? 270 nach der Hijra. Das ist dann die zweite Angabe. Und die dritte Angabe, Fiqh. Naam. Er war wie gesagt der Begleiter und der Schüler von Imam al-Shafi'i. Und er berichtet auch hier von Imam Shafi'i. Er sagte, uns berichtete Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Imam, al-Faqih, gestorben im Jahre 204 nach der Hijra und er verstarb in Lut. Imam Shafi'i wurde geboren in Philistin, in Gaza. Dann zogen sie aus nach Mekka, er lebte lange Zeit in Mekka. Dann ging er in den Irak und am Ende ließ er sich dann in Ägypten nieder, wo er dann auch verstarb. Alayhi rahmatullah. Und wie gesagt, er ist Al-Imam und was viele Leute, subhanallah, manchmal vielleicht nicht wissen, sie denken, Imam Shafi'i wäre nur ein Faqih gewesen. Nein, Imam Shafi'i war ein Imam gewesen und er war auch von den Nuqat, von den Kritikern, also von denjenigen, die dann auch die Überlieferer eingestuft haben. Da gibt es öfters Überlieferer, da heißt es dann, wir kennen immer die bekannten vier. Wer will, kann die bekannten vier jetzt kurz nennen. Wir kennen zum Beispiel diese bekannten vier, aber das ist nicht alles. Al-Bukhari war einer der ganz großen Nuqat gewesen, An-Nasa'i. Und ebenfalls Muhammad Idris al-Shafi'i. Er sagte, uns berichtete, Malik ibn Anas, Imam Malik, al-Imam al-Faqih, gestorben im Jahre 179 nach der Hijra. Und Imam Malik gehörte zu den allergrößten Fuqaha und zu den allergrößten A'imma im Hadith. Genau, Ahmed, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Ishaq ibn Rahawi. Das sind diese großen vier. Imam Malik sagte dann über Hilal ibn Usama. Hilal ibn Usama verstarb im Jahre 113 nach der Hijra und rawa lahu al-Jama'a. Was heißt da rawa lahu al-Jama'a? Ich übersetze das mal ins Deutsche und ihr sagt dann, welche Definition das ist. Die ganze Gruppe hat von ihm überliefert. Was ist damit gemeint? Die ganze Gruppe?
Und طبعا Hilal ibn Usama ist al-Madani. Al-Madani. Genau, alle sechs Hadith-Gelehrten, die bekannten Imame der sechs Hadith-Bücher, haben allesamt von ihm berichtet. Schaut, weil ich hatte eben erwähnt, dass die Abstammung wichtig ist. Was war Imam al-Malik? Woher stammt Imam al-Malik? Aus Medina. Er ist al-Madani. Jetzt hier, Hilal ibn Usama ist ebenfalls al-Madani. Ist ebenfalls al-Madani. Dann geht's weiter. Hilal, also wie gesagt, Hilal ibn Usama ist Fiqh über Ata ibn Yasar. Über Ata ibn Yasar. Und Ata ibn Yasar ist ebenfalls al-Madani. Also wir haben hier eine medinensische Überlieferungskette. Und Ata verstarb im Jahre 94 nach der Hijra. Und er war Fiqhatun Fadilun Abid. Fiqhatun Fadilun Abid. Also man kann sagen, je nachdem, die zweithöchste oder die dritthöchste Stufe. Und diese Kette, Hilal, Malik über Hilal, über Ata, das ist eine bekannte Kette. Das ist eine der bekannten Ketten. Für denjenigen, der zum Beispiel diesen Hadith, dieser Hadith gehört zu den Hadith, die man mit Überlieferungskette auswendig lernen kann. Und wer will, kann zum Beispiel diesen besonderen Hadith mit Überlieferungskette auswendig lernen. Ja, und du sagst, Akhraja Muslim, und du musst nicht die ganze Kette, du kannst die Kette abkürzen. Du kannst sagen, und im Hadith von Imam Muslim, über Ash-Shafi'i, über Malik, über Hilal, über Ata, über Muawiyah. Dann hast du hier ein Hadith mit einer Überlieferungskette. Und was die Überlieferungskette angeht, wenn ihr mich inshallah erinnert, kann ich später kurz erwähnen, welche Formen es gibt bei der Erwähnung der Überlieferungskette. Naam, über Ata ibn Yasar, über Ibn al-Hakam, Muawiyah ibn al-Hakam. Das ist nicht Muawiyah ibn Sufyan, sondern das ist ein anderer Sahabi, Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Und ich habe hier in dem Hadith bei der Übersetzung habe ich nur eine Kette erwähnt. Es gibt da noch viele weitere Ketten, die allesamt über Imam Malik führen. Das war jetzt die eine Kette und ich habe extra diese Kette erwähnt in der Übersetzung, weil auch Imam Ash-Shafi'i hier in dieser Kette vorhanden ist. Naam, das soweit zu der Überlieferungskette. Und ihr seht in der Überlieferungskette von diesem Hadith, wir haben hier Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ist Fiqh. Dann haben wir Imam Ash-Shafi'i und Imam Malik, beide A'imma, über die brauchen wir nicht sprechen. Dann haben wir Hilal. Hilal gehört zu den Lehrern von Imam Malik. Fiqhatun Qadim, Ibn Hajar sagte, Fiqhatun Qadim. Fiqh, und er ist alt, damit ist gemeint, ihn gibt es seit frühen Zeiten und er ist bekannt. Rawalahu al-Jama'ah, die ganze Gruppe hat von ihm überliefert. Und dann haben wir hier Ata ibn Yasar, Fiqhatun Fadil, Abid, den hatten wir auch schon mal gehabt, auch sehr oft erwähnt. Deswegen diese Überlieferungskette, sie ist eine sehr authentische und eine sehr starke Kette. Fangen wir an mit der Erläuterung von diesem Hadith. Und zwar, ich habe das auch hier für euch sogar übersetzt. Wir können das zusammen durchgehen und zusammen durchlesen. Und zwar, Moment, so. Genau, erster Nutzen des Hadithes, die Aussage des Propheten alayhi salatu wassalam, wo ist Allah? Wo ist Allah? Und daraus entnehmen wir, dass es erlaubt ist und dass es maschru' ist, also dass es gesetzlich ist, dass man diese Frage stellt. Weil die Mubtadi'a, sie sagen, man darf nicht fragen, wo Allah ist. Diese Frage ist nicht gut, diese Frage ist nicht richtig. Wir sagen, der Prophet a.s. hat diese Frage gestellt.
Also es ist erlaubt zu fragen, wo ist Allah? Nutzen Nummer eins. Nutzen Nummer zwei, die Richtigkeit der Antwort der Sklavin auf die Frage des Propheten a.s. im Himmel. Also ist es richtig zu sagen, im Himmel, beziehungsweise über den Himmel. Wo ist Allah? Allah ist über den Himmel. Das ist hier die alte Übersetzung, die habe ich dann später korrigiert. Also wo ist Allah? Allah ist über den Himmel. Weil Fi im Arabischen, das Wort Fi bedeutet im Arabischen im und über. Und dazu komme ich gleich. Wie gesagt, anstatt im, sondern über den Himmel. Drittens, der Prophet, als diese Sklavin gesagt hat, Allah ist über den Himmel, er hat das nicht verneint. Er hat die Antwort der Sklavin nicht verneint. Er hat nicht zu ihr gesagt, nein, das war falsch. Und die Qaida, die Regel besagt, eine Sache, die zu dem Zeitpunkt, wo sie passiert ist, eine Sache, die zu einem Zeitpunkt passiert ist, so muss man darauf antworten oder so muss man dabei handeln. Also zum Beispiel, wenn diese Sklavin einen Fehler gemacht hätte, dann wäre es dem Propheten nicht erlaubt, zu warten, um sie zu korrigieren oder um sie zu verbessern. Und er, alaihi salatu wasalam, er hat sie nicht korrigiert, er hat das nicht verneint, was darauf hindeutet, dass ihre Antwort richtig war und dass er durch sein Nichtverneinen dies bestätigt hat. Viertens, ihre Aussage im Himmel oder über den Himmel weist auf ihre Fitra, weist auf ihre gesunde und natürliche Veranlagung hin und auf die genaue Antwort, beziehungsweise und ihre genaue Antwort deutet auf die Ulu, auf die Höhe von Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wir hatten das ja schon mal gehabt. Wir haben Al-Ulu ist eine Sifa Dhatiyya. Eine Sifa Dhatiyya, etwas, womit Allah immer beschrieben wurde und immer beschrieben wird. Allah ist hoch. Allah ist erhaben. Und Al-Istiwa ist eine Sifa Fi'liyya. Allah hat nicht immer Istiwa gemacht, sondern er hat dann, nachdem er die Himmel und die Erde erschaffen hat, hat er diesen Istiwa gemacht. Und sie, diese Sklavin, sie brachte das mit dem Wort Fi im, also Fi zum Ausdruck. Und dieses Fi, beziehungsweise im, bedeutet im Arabischen auf oder über. Auf, beziehungsweise über. So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagte, und euch ganz gewiss an oder auf Palmenstämmen kreuzigen. Über Palmenstämmen kreuzigen lassen. Na, und deswegen ist es wichtig zu wissen, sich auszukennen in der arabischen Sprache, hier in Bezug auf diesen Hadith, was bedeutet Fi? Fi bedeutet also im, oder Fi bedeutet auf, oder Fi bedeutet über. Und At-Tabari sagte, im wird auch anstelle von auf, ala oder über benutzt. Ala oder auf oder über benutzt. Fünftens, der fünfte Nutzen, ihre Aussage im oder über den Himmel deutet auf ihre gesunde oder beziehungsweise ihre gesunde und natürliche Veranlagung übereinstimmt mit den Texten der Scharia. Also das, was sie gesagt hat, kann ja nicht verneint werden, weil die Leute, die das verneinen wollen, wir sagen, okay, ihr wollt jetzt ihre Aussage verneinen. Was macht ihr aber dann mit den Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, die genau das bestätigen? Allah sagte im Koran, glaubt ihr, in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel oder über dem Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, sodass er sich dann hin und her bewegt? Und dann wiederholt sich das Gleiche nochmal. Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel oder über dem Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet? Naam. Und der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim ist, vertraut ihr mir denn nicht, hier ein Fehler, vertraut ihr mir denn nicht, obwohl der Zuverlässige dessen bin, der im Himmel ist, obwohl ich der Zuverlässige dessen bin, der im Himmel ist. Also der Prophet sagte, wa ana aminu man fis sama, im Hadith, er sagte, ala ta'amanuni, wa ana aminu man fis sama, auch hier wieder fis sama, im Himmel. Also der Prophet hat auch genau das Gleiche gesagt wie diese Sklavin, fis sama,
im oder über dem Himmel. Und der sechste Nutzen, ihre Aussage im Himmel oder über dem Himmel, darin ist eine Widerlegung von denen, die sagen, Allah ist an jedem Ort oder Allah ist ohne Ort. Entweder manche sagen, Allah ist an jedem Ort, oder sie sagen, Allah ist ohne Ort, hu bila makan. Und die natürliche Veranlagung von dieser Sklavin, sie widerlegt den, der behauptet, wissend zu sein und der diese schlimme und diese falsche Aussage tätigt. Und siebtens, ihre Aussage im Himmel, und es gibt da eine Überlieferung, eine andere Überlieferung, in der sie zum Himmel zeigte. Sie zeigte, also sie sagte im Himmel und sie zeigte in einer anderen Überlieferung sogar zum Himmel. Darin ist ein Beweis, dass es erlaubt ist und dass es legitim ist, mit dem Zeigefinger oder mit der Hand bei der Erwähnung Allahs oder beim Tashahhud zum Himmel zu zeigen. Tashahhud bedeutet, wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, du zeigst dann mit dem Zeigefinger. Und da ist es erlaubt, dass du damit in den Himmel oder in Richtung Himmel zeigst, weil Allah subhanahu wa ta'ala über den Himmel ist. Und der Prophet alaihi salatu wasalam, in einem Hadith, als er die Hajj verrichtete, sagte er, und er zeigte mit seinem Zeigefinger, welchen er zum Himmel hob und den Menschen immer wieder zeigte, O Allah bezeuge, O Allah bezeuge, O Allah bezeuge. Das war bei der Hajj, bei der Pilgerfahrt, und er hielt bei dieser Pilgerfahrt seine berühmte Predigt. Nachdem er seine Predigt gehalten hatte, zeigte er dann mit seinem Zeigefinger in den Himmel und er sagte, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Und da gibt es viele andere Überlieferungen, die darauf hindeuten, auch von den Sahaba, radiallahu anhum, die darauf hindeuten, dass sie dies gemacht haben, also dass sie mit dem Himmel, mit dem Finger in Richtung Himmel gezeigt haben, und um zu bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Himmel bzw. über den Himmel ist. Und deswegen, Ahlus Sunnah wal Jama'a, sie bestätigen, dass Allah azza wa jal, dass es zu seinen Eigenschaften und zu seinen Attributen gehört, dass er hoch ist und dass er über den Himmel und über dem Thron ist und dass er Istiwa gemacht hat und dass er subhanahu wa ta'ala auf dem Thron thront sozusagen oder dass er sich in Beständigkeit über den Thron erhoben hat. Das alles bestätigen sie ohne ohne Tahrif, also ohne das irgendwie zu entstellen oder fehl zu interpretieren und ohne Ta'atil, ohne das zu leugnen und ohne Takif, ohne dass sie sagen, wie, und ohne Temfil, ohne dass sie dies mit einer Eigenschaft seiner Schöpfung vergleichen. Hada wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad.